Arbus und Bahn ist die Dachmarke für die Wienental- und Surmtalbahn und für den Busbetrieb Aarau. Mit 23 Zügen und mit 35 Bussen decken wir einen sehr großen Teil der Agglomeration Aarau mit dem öffentlichen Verkehr ab. Das Ziel bei der Einführung des IFUPAD war ganz klar, dass der Mitarbeiter ein innovatives Gerät bekommt, das er nebst der Arbeit auch für private Zwecke anwenden darf. Vor der Einführung des IFUPAD musste sich der Buschauffeur und der Lokführer im entsprechenden Depot über die Informationen zu seinem Dienst informieren. Das geschah an großen Aushangwänden mit unübersichtlich angeordneten Dienstinformationen. Gerade in den Sommermonaten ist dies sehr, sehr unübersichtlich und führt manchmal auch zu Verwirrung. Das ist ganz sicher besser geworden jetzt. Der Vorteil ist, dass man mit dem iPad die Informationen schnell bekommt und auch zu Hause sich mal vorbereiten kann. Die Bedienung vom Pad ist ganz gut, relativ einfach und praktisch. Die Ziele waren, ein modernes System einzuführen, die Digitalisierung einzuführen, auch eine schnellere Kommunikation. Wir haben vorgängig schon mit dem IFU-System gearbeitet und es war uns ein Wunsch, da weiterzumachen aus den guten Erfahrungen. Und es war naheliegend, dass wir auch das IFU-PAD-System einführen möchten, wegen Schnittstellen, Optimierung und so weiter. Wir waren vorher schon sehr zufrieden mit dem Produkt IFU, das ganze Projekt, wie es aufgegleist wurde und jetzt in der zweiten Phase sich befindet, ist bis jetzt sehr zufriedenstellend. Die Zusammenarbeit und der Austausch ist sehr gut. Das neue Tablet bietet uns wirklich große Vorteile, weil alle Informationen, die wir jetzt auf verschiedenen Papieren hatten, an einem Ort abzugreifen sind. Insbesondere sehen wir gleich die Neuerungen. Das bedeutet, alle Mitarbeiter haben gleichzeitig die neueste und aktuelle Ausgabe. Ich denke, was wirklich besser geworden ist, jeder Mitarbeiter kann automatisch sehen, die eigene Zeitabrechnung, das permanent. Das heißt, er muss nicht immer warten per Ende Monat, wo stehe ich, sondern kann es jeden Tag tun. Es gibt eine Funktion, bei der wir besonders profitieren werden, das ist der Dienstfahrplan. Das heißt, der Dienstfahrplan haben wir heute auf Papier im Führerstand. Neu werden wir den auf dem Tablet abgreifbar haben. Gut ist auch, dass das Tablet rund um die Uhr beleuchtet ist, auch in der Nacht gut sichtbar für uns. Und dann brauchen wir noch die Zugsnummer einzugeben und das Tablet weiß automatisch, wo wir dann sind. Auf der Disposition arbeiten wir heute schon mit den Produkten von IFU. Es war für uns auch kein Nachteil, dass sich das IFU-Pad erst in der Entwicklung befunden hat, sondern wir haben darin die Chance gesehen, bei der Entwicklung mitzuhelfen, mitzugestalten und ein Produkt zu kreieren, das auch unseren Ansprüchen voll und ganz entspricht.